Hi, ich bin der Junta, ich komme aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale Genocide Run. Es geht jetzt einfach weiter, würde ich sagen. Gibt nicht so viel zu sagen, außer dass es im letzten Part ein bisschen schnell war. Und heute auf jeden Fall außer dem Mad Dummy jetzt einen weiteren Bosskampf schaffen will, womit alle, die Pazifist geguckt haben, klar ist welcher. Und deswegen werde ich auch erst nach. Oh, warte. Jetzt muss ich hier was vergessen haben, denn diesmal sagt er halt nicht, dass sein Bruder irgendwie geflohen ist, weil ich so langweilig bin oder so, sondern weil ich ihn umgebracht habe. Und jetzt ist er der Angry Dummy. Das Feeling. Eureka, Eureka, Human, that moment of unbridled emotion. Allowed me to finally fuse with my body and fully corporeal now, my lifelong dream released. In return, I guess I won't stomp you. How's that sound? Ja, der fröhliche Dummy lässt mich flüchten. Mann, dafür gibt's keine Erfahrung. Ich bin ja auch schon relativ nah im Bosskampf. Die Gegner werde ich danach abfarmen. Napster Blue, kann ich mal bei dir vorbeigucken? Der ist nicht da. Die Schneckenfarm und so werden dadurch logischerweise auch leer sein. Der Typ ist hier. Der denkt sich halt, er ist so alt, dem kann es egal sein, was mit ihm los ist. Was habe ich für Items? Wie gut ist Monster Candy? Nur 10. Weil das ist. Ja, okay. Ihr kennt die Bosskämpfe andererseits. Naja. Ich kann trotzdem mal. Audio River Person ist gar nicht da. Ich dachte, die wäre schon. Dann ist ja sowieso egal. Ah, mein Counter. Tammy! Erfahrung, vielleicht noch ein bisschen hier Level, bevor ich gegen Undyne kämpfe. Ah ja, gleich auch dieser eine Raum, den ich so geliebt habe, weil ich ihn nicht gecheckt habe. Oh, gleich noch einen. Noch zwei. Aber es reicht. Boah, der Typ hat. Boah. Das war scheiße gut. Gut, wo muss ich liegen? Wie musste ich das machen? Warte, ich kann normalerweise doch. Die Wege werden ja nur sichtbar durch das Licht. Ich kann auch einfach. Ah ja, hier kommen gerade schön viele Encounter. Die Fresse einbraucht, du Shit. Und Level 10. Noch ein Encounter. Mir auch keine Probleme machen. Scheiße, das letzte war zu viel. Sonst hätte ich ihn vermutlich down gehabt. Aber jetzt bin ich auch tot. Ich bekomme noch mehr Erfahrung. Oder eher gesagt, Execution Points. Diesmal die Laternen nutzen. Gleich noch einen Encounter. Ich schaffe ja echt noch fast alle am Start. So dodgt man das. Als ob.
beim zweiten nicht getroffen wurde, war schon mehr gut, aber hey, war geplant. Wo ist die nächste Lampe? Hier. Und dann war der richtige Weg hier lang, hier hin. So. Noch ein Encounter. Penny wieder. Ins Penny Village brauche ich auch nicht gehen, da ist nichts los. Evakuiert. Oh, kriege ich kein Safe mehr. Kennen wir ja. Hi, Andein. Seven human souls. With the power of seven human souls, our king, King Asgard Reaper, will become a god. With that power, Asgard can finally shatter the barrier. We'll finally take the surface back from humanity and give them back the suffering and pain that we have endured. Understand you, this is your only chance at redemption. Give up your soul or I'll tear it from your body. Ich werde dich umbringen. Andein, I'll have you fight. Ja, dich kennen wir auch schon, du auf dem Shit. Yo, you did it. Ja, ich weiß. Da kann man nicht rein. Boah, dann laufe ich, glaube ich, echt nochmal zurück gleich. Ach so, ich darf nicht verlassen, bevor ich die letzten beiden getötet habe. Dann gehe ich nochmal zurück, wo eh der Safe Point ist. Ah, warte, wird's jetzt nicht mehr dunkel? Anscheinend. Oh, aber hier sind zwei Gegner. Aber halt, ich hab dann alle. Und da lebst du diesmal. Boah, und ich hab tatsächlich 20 Leben verloren. Die Attacke kann man schon mal dort ziehen. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen anstrengen. Ich habe einfach die Hälfte meiner Leben verloren. Für ein Level-Up reicht es auf keinen Fall noch. Ich glaube, das war jetzt der letzte Encounter. Vielleicht kriege ich ja gleich auch noch einen Nobody Came Encounter, dann wär's. Ja. Das heißt, Waterfall ist auch ausgelöscht. Dann gehe ich jetzt safe. Das hätte ich halt nicht erwartet. Ich dachte, ich muss dann nochmal Gegner farmen. Aber dass mir jetzt alle einfach über den Weg laufen, erleichtert die Sache natürlich. Ja, das ist halt wieder. Ich werde euch das vermutlich sowieso vorspulen. Mindestens den Rückweg fallen. Es ist unnötig, dass man dann noch mehrfach den Encounter kriegen kann. Einmal kriegt man ihn noch und dann nichts mehr wäre sinnvoll. Leute, niemand hat mich angegriffen, deswegen bin ich in einen Kampf reingeraten.
Ich habe aber das Gefühl, es ist zumindest deutlich, deutlich länger hell. Jetzt bin ich hier. Und jetzt darf ich hier auch weit. Jetzt ist hier ein Safe. Das ist nicht dein Ernst. Denn diesmal findet der Bosskampf schon etwas früher statt. Jo. Da ist er wieder. Yo, and I told me to stay away from you. She said you hurt a lot of people. But yo, that's not true, right? Yo, why won't you answer me? Warum wohl? And what's with that weird expression? Mein Gesichtsausdruck ist doch ganz normal. Oh, man, man. Heart's pounding right out of my chest. What would Andan do? Yo, you'd better stop right where you are, cause if you wanna hurt anyone else, you're gonna have to get through me first. And diese Musik. In my way, Monster Kid. Zwei Angriff, zwei Defensive. 3x3. Greift mich mal an. Erbärmlich, perfekter Angriff. Auf Undyne. Undyne, you're hurt. Hurt, it's nothing. Next time, listen when I tell you to leave, okay? Undyne, I'll take care of this. Get out of here. Hallo, Undyne. Hast du schon ganz schön auf die Fresse bekommen, was? Yeah, it's nothing. Somehow, just a one hit. I'm already. Damn it. Papyrus. Aphis. Asgore. Just like that. I failed you. No, my body. Feels like it's splitting apart. Like any instant I scatter into a million pieces. But deep in my soul is a burning feeling I can't stop. A burning feeling that won't let me die. This isn't just about monsters anymore, is it? I get past me, you will destroy them all I want to. Monsters, humans, everyone. Everyone's hurt. Everyone's dreams vanquished in an instant. Verdammt recht, ich hab die alle zerstört. But I won't let you do that. Right now, everyone in the world can feel their hearts beating as one. And you are at one go. And you, human, know whatever you are. For the sake of the whole world, I will strike you down. Yes. Ernstzunehmenden Bosskampf gegen die verwandelte Undyne. You're gonna have to try a little harder than that. Undyne, the Undying. Check. 99. Sie wurde von ihrer eigenen Entschlossenheit zurückverwandelt, um die Erde zu retten.
euch geht's jetzt ganz normal weiter. Für mich heißt es jetzt neuer Tag, neues Glück. Gestern habe ich es leider nicht geschafft. Ich hoffe, jetzt ist die Audio auch ein bisschen besser, weil mir ist schon aufgefallen, als ich mir gerade mal den ersten Teil des Parts angeguckt habe, dass eventuell die Musik minimal laut war. So, dann weiter mit der schönen Timelapse.
das Mikro war ausgeschaltet. Ja, aller guten Dinge sind drei. Deswegen heute dritter Tag gegen Online. Und vielleicht heute habe ich mich extra so gespeichert, dass ich diese Szene nicht nochmal sehen dürfte. Ich habe das Gefühl, die Tastatur funktioniert wieder.
Steck kurz mein Mikro wieder ein. Hoffentlich hört man mich jetzt gut. Ihr wisst nicht, was für einen Anfall ich gerade hatte bei dieser Attacke mit den rotierenden Speeren. Meine Tastatur hat wieder gesprungen und das Herz hat sich einfach weiter bewegt. Alter, wenn ich da gestorben wäre. Dieser Try. Andein! Das G in Günther steht für Fick dich! Mann! Ich bin grad so happy. Dead Power. Du hast eine. Es war genug, um mir etwa 3 Stunden meiner wertvollen Lebenszeit aus dem Leib zu prügeln. Und das war nicht der schwerste Boss im Genocide Run. Okay, ich habe aber irgendwie langsam das Gefühl, dass ich den, der offiziell von jedem als schwerer bezeichnet wird, schneller schaffen werde. If you think I'm gonna give up for you're wrong. Das heißt, also ich habe den Kampf jetzt nicht 100% im Kopf, aber ich bin mir 99% sicher, dass das glücklicherweise nicht heißt, dass sie weiterkämpft. Because I've got my friends behind me. Elvis told me that she would watch me fight you. And if anything went wrong, she would evacuate everyone. Ja, Elvis wird jeden evakuieren, wenn irgendwas schief geht. Und das ist es jetzt etwa 3 Stunden lang. Jetzt hat's endlich geklappt. Okay, für Anleihen hat es 3 Stunden lang geklappt und jetzt ist es schief gegangen, aber hey. I know she's called Asgore and told him to absorb the 6 human souls. Asgore soll die Menschenseelen absorbieren. Sie schmilzt. And with the power, this world will live. Oh. Level 12, 2 Level hoch. Der Safe ist weg. Ich sag, ich trau's dem Spiel zu, dass sie gleich noch irgendein Gegner kommt. Bevor ich die Chance habe zu saven. Nein, hier. Determination. Undyne Area. Nur, dass hier jetzt keine Undyne ist. Alter, hier ist der Strom aus, hier passiert nichts, hier ist niemand und der Typ hier vom Laptop kollabiert gleich. Jo, ich nehme mir einen Becher Wasser und jetzt ist er verdampft. Ah ja, der Becher ist auch verdampft. 40 sind's. Okay, ich hatte eigentlich überall mehr in Erinnerung. Ah, hier ist jetzt eine unsichtbare Barriere. Ich dachte schon, ich könnte da jetzt einfach hin. Ach, komm, die Folge ist lang genug. Ich beende hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.